Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 1, Folge 18. Wir müssen in dieser Folge versuchen, die Kanone manuell zu steuern, und damit fangen wir auch gleich an. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich werde so oft versagen. Na gut, machen wir mal. Diese 85 sind quasi unser Leben. Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Gott, was ist denn das für eine Steuerung? Ich komme mit der Steuerung gerade überhaupt nicht. Scheiße! Das ist umgekehrte Steuerung. Nein! Scheiße! Ich komme damit gerade überhaupt nicht klar. Und warum bricht die Framerate gerade ein? Scheiße. Achtung, Höhlenintegrität bei unter 50%. Oh Gott. Eieiei. Ich muss mal ganz kurz was gucken in der Steuerung. Ist nicht irgendwie, keine Ahnung. Nee. X-Achse, V-Achse, bitte was? Hä? Oh, schalt mal das mal ein. Nee. Doch? Keine Ahnung. Machen wir es einfach mal. Nee, das ist ja noch schlimmer. Verdammt. Leute, sorry, aber ich komme gerade überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Oh nö. Sag ich doch, ich werde so oft verlieren. Oh mein Gott, wenn Sie Gegnern Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und bewirken mehr Schaden. Ich muss meine Maus einfach ein bisschen langsamer machen, glaube ich. Das ist... Auf ein neues. Genau, Alter. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhlenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Nein, 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 nein. Kommt schon. Fliegt doch mal nicht so schnell, ihr doofen Dinger. Scheiße, jetzt ist die Maus zu langsam. Komm schon. Ja, das sagt er immer. Komm schon. Komm schon. Geht kaputt. Ja, bitte beeil dich. Nein. Komm schon. Oh mein Gott. Geh kaputt. Sehr gut. Sehr gut. Automatisches Kontrollsystem aktiviert. Wow, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wieder online. Hört uns denn
einen Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Schon beim zweiten Versuch hat es funktioniert. Ist ja Wahnsinn. Geil. Oh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich länger dafür brauche. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zurücklaufen und wir haben natürlich eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar zur Monorail-Station. Das AA-System funktioniert jetzt einwandfrei und sollte uns vor Asteroideneinschlägen schützen. Sieht aus, als hätten wir uns etwas Zeit verschafft. Wunderbar, dann kehren wir natürlich schnell zur Monorail-Station zurück. Oh, Hallöchen. So. Das ist Geschichte. Ich glaube, jetzt können wir eigentlich problemlos. Och, wie sie fliegen. Ich finde das immer genial, wenn sie so. Och, da war Munition. Die nehmen wir natürlich mit. Für unseren Plasma-Cutter frische Munition. Frisch vom Bäcker. Ach Gott. Tick-tack. So, na renn mal. Und da öffnet sich schon die große Tür. Und was heißt es, wenn wir zur Monorail-Station müssen? Ende des Kapitels, liebe Freunde. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Was bist du denn? An die Viecher kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ach, machen wir das mal anders. Immer noch nicht tot. Was? Geh doch jetzt mal. Na geht doch. Mein Gott, an die Viecher kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass wir dann im nächsten Kapitel etwas gegen dieses Gift, von dem die da gerade geredet haben, unternehmen müssen. Was genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zu Ebene 2 zurück. Ich kann ja mal gucken, ob wir jetzt eine... Ah, nee, wir müssen immer noch zur Monorail-Station. Also es war noch keine neue Aufgabe. Es war quasi nur so... Ja, ihr wisst schon. So, zurück zur Monorail-Station. Bitte schnell. Das machen wir natürlich diese Folge noch, damit wir dieses Kapitel abschließen können. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Kapitel 15. Yeah. Was? Was spuckst du denn da? Na, komm. Alter, was? An so viele verschiedene Sachen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal das kleine Medipack, was wir noch haben. So. Und dann besuchen wir, bevor wir die Folge beenden, auch nochmal einen Shop, der hier... Es gab hier keinen Shop.
Verdammt. Naja, hoffentlich gibt's in der nächsten Folge einen Job. Wir beenden das Kapitel 4. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung abgeschlossen. Joho! Kapitel 5. Tödliche Hingabe. Zerstückeln Sie Ihre Gegner, um sie schnell zu töten und damit der Text verschwindet. So, liebe Freunde, und wie es dann hier weitergeht in Kapitel 5, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss.